Thomas Forschbach von Werde Musiker, Teil 4 meines Piano-Tutorials Kiss the Rain von Jiruma. Ja, es geht sofort los. Übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, du kannst auch gerne hier deinen Musikwunsch für andere Tutorials auch äußern. Ja, am besten per E-Mail, auch im Crashkurs stehen wir sowieso im E-Mail-Kontakt. Schreib mir doch mal eine E-Mail, lass mal von dir hören, wie du vorankommst, wo du Probleme hast und so weiter. Ich freue mich immer sehr gerne von Schülern zu hören. Natürlich auch, wenn es gut läuft. Ja, das wünsche ich dir. Jetzt ganz viel Spaß. Es geht los mit Teil 4 von Kiss the Rain. Wie versprochen, wenn du die beiden Takte von heute dann auch spielen kannst, kannst du auch das ganz Wichtige, ja, das Hauptthema des Stücks spielen, was auch ganz oft wiederholt wird. Und dann hast du schon sehr, sehr viel geschafft. Natürlich gibt es noch mehr zu lernen. Aber danach kannst du schon etwas ziemlich Cooles spielen, was du auch immer wieder wiederholen kannst und theoretisch auch variieren kannst. Dazu später mehr Tipps. Also, die rechte Hand spielt heute noch. Und übrigens der Beweis nach diesen Tönen. Würde das Thema oder könnte es wieder losgehen und geht auch. Ja, was du schon spielen kannst. Okay, also, das ist eine rechte Hand. Ich zeige dir das jetzt nochmal genau erklärt. Wir fangen an mit dem zweiten Finger hier auf dem Ass. Also hier sind drei schwarze Tasten, die mittlere davon. Dann das B, beide ganz schnell hintereinander. Vierter Finger hier auf dem C, der Ringfinger. Des, erstmal alleine und dann nochmal das Des mit dem Des hier unten, mit dem Daumen. Ja, nochmal. Das ist auch der erste Überabschnitt, ganz klein, was nicht heißt, dass du ihn nicht ganz oft wiederholen sollst, um es dir gut einzuprägen. Nochmal. Ja, immer und so weiter. Und dann der nächste Überabschnitt, den du dann auch oft wiederholst. Kleiner Finger auf dem S, Ringfinger auf dem Des, dann C und F gleichzeitig und dann spielt alleine der Zeigefinger das B. Das ist die Auflösung. Hör mal, das ist angespannt. Und dann in der rechten Hand übrigens, ja, so von der Funktion her der Töne, ist das hier die Entspannung, damit das Thema wieder anfangen kann. Okay, zweiter Überabschnitt nochmal. S, Des, C und F gleichzeitig. B mit dem Zeigefinger alleine. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, 3, 4. So kannst du das wiederholen. Okay. Ja, beide zusammen. Okay. Das ist die rechte Hand. Das waren jetzt beide Überabschnitte in der rechten Hand zusammen. Jetzt kommt die linke Hand, und zwar sind das die Töne B mit dem kleinen Finger, F, dann das B darüber, wieder zum F zurück und dann Ass mit dem Daumen. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist der Überabschnitt. Weiter geht's. Zweiter Überabschnitt. Hier unten, der kleine Finger geht ja so tief wie bisher, nie zuvor zum S. Kleiner Finger auf dem S. Zeigefinger auf dem B. Ass. Guck mal hier, was für ein großer Abstand.
Wieder das B. Ich würde es jetzt hier mit dem kleinen Finger spielen, obwohl es der gleiche Ton ist, aber einfach weniger zu greifen und dann G. Nochmal. Du kannst theoretisch auch hier mit dem Zeigefinger bleiben. Na, ich rate es dir nicht. Wenn du den Daumen gespielt hast, lieber mit dem kleinen Finger das B. Das ist der zweite Überabschnitt. S, B, Ass, B, G. Okay, auch dann nochmal beide zusammen. Vier. Vier. Und auch die kannst du natürlich ganz oft wiederholen, bis du es perfekt spielen kannst. Und dann aber auch erst wieder den ersten Überabschnitt alleine, beide Hände zusammen. Wir fangen, ne, also rechte Hand fängt alleine mit Ass B an. Dann wird das C zusammen mit dem B der linken Hand gespielt. Das Des in der rechten Hand zusammen mit dem F links. Dann das Des in der Oktave rechts zusammen mit dem B in der linken Hand. Links allein das F. Links allein das Ass. Fertig. Mehr erstmal nicht. Das reicht. Das jetzt bitte üben. Und nochmal zur Erinnerung, das sind jetzt beide Hände zusammen. Das ist klar, dass das jetzt erstmal richtig schwer ist. Aber wenn du das in diesem kleinen Abschnitt jetzt dir einmal ordentlich anschaust und ganz oft wiederholst, dann schaffst du das und dann wird es plötzlich irgendwann in Fleisch und Blut übergehen und ganz einfach sein. Okay, und der nächste und letzte Überabschnitt. S und Des alleine. Wenn hier rechts C und F spielen, fängt links das S an und dann spielt die linke Hand auch eine ganze Zeit alleine. Erstmal S. Links allein das B. Links allein das Ass. Links allein das B. Und jetzt, wenn das G links gespielt wird, wird rechts das B gespielt. Ja, nochmal. Nochmal. Das ist der Überabschnitt. Okay, wenn du das perfekt spielen kannst, dann natürlich auch einmal beide zusammen. Und ja, das mache ich jetzt einmal und dann gebe ich dir auch direkt nochmal den Anfang, wie du dann nochmal von Anfang an spielen kannst und das alles, was du bisher gelernt hast, quasi immer und immer wiederholen kannst, so in geloopt spielen kannst quasi. Also, Entschuldigung, erstmal rechts hier alleine die beiden Töne. Das sind die drei Töne für den Anfang wieder. Ja, und so weiter. Ja, übrigens, ich habe gerade, also hier im letzten Überabschnitt habe ich doch hier den Zeigefinger bei dem B gespielt. Lass dich davon nicht durcheinander bringen. Besser ist es so natürlich, wie ich es dir davor gezeigt habe, wo wir das auch gemeinsam geübt haben. Okay, toll, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe davon aus, den Crashkurs hast du vielleicht schon. Ja, wenn nicht, hol ihn dir. Ich freue mich trotzdem überall, wo du dabei bist. Ja, dass du dabei bist. Bis dahin, vielen Dank und ciao.